Genau jetzt ist die richtige Zeit, um neues PSN-Guthaben aufzuladen. Geht auf Ineva.com, besorgt euch Borderlands 3, das neue FIFA, Modern Warfare, worauf ihr Bock habt. Gestern habe ich mir erstmal für 75 Euro für Borderlands 3 PSN-Guthaben geholt und habe 59 Euro gezahlt. Ab, Leute. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben ein wunderbares Video und ich habe eine Info für euch, eine ganz, ganz wichtige Info. Ineva.com hat jetzt mit mir, wir sind ja schon etwas länger verpartnert und ihr kriegt richtig günstiges PSN-Guthaben. Ihr könnt über die drei Links bei mir in der Videobeschreibung jetzt direkt auf die Karten nur für Deutschland gehen. Dann braucht ihr gar nicht mehr erst suchen. Ihr klickt einfach auf den Link, könnt euch eure Karte bestellen, gebt meinen Code ein, spart noch einen Euro bei der ersten Bestellung, spart 3% hinterher und dann kriegt ihr, so habe ich es jetzt zum Beispiel für Modern Warfare damals gemacht, 75 Euro PSN-Guthaben habe ich mir gekauft und habe am Ende, ich glaube, 56 Euro bezahlt, 20 Euro geschenkt. Also Leute, kann ich euch nur empfehlen, nutzt es gerne aus, ist eine coole Seite. Wenn ihr Probleme mit irgendwas habt, schreibt mir eine persönliche Nachricht, ich werde mich um alles kümmern. Heute, weil ich der Meinung bin, ich bin mal wieder in Geberlaune, könnt ihr nach dem Video erst Video gucken und dann auf Twitter gehen. Ich habe dort, sobald ihr das Video seht, seht ihr auch die Umfrage, eine Umfrage gestartet mit Auswahlmöglichkeiten für das, was ihr am Samstag in einem langen Stream von mir sehen wollt. Ich werde Samstag streamen, auf Twitch tatsächlich. Ihr könnt auswählen, was ich spielen soll. Zur Auswahl steht COD Ghost, COD Black Ops 3, Black Ops 4, WW2, Fortnite und noch eins, und ich erinnere mich gerade leider nicht dran, was es ist. Es ist anscheinend nicht so wichtig. Ihr dürft entscheiden. Folgt mir auf Twitter, Shepperfeuer, ganz normal, ist auch unten eingeblendet. Stimmt mit ab, wenn ihr mit abgestimmt habt. Ihr könnt dann sehr entspannt am Samstag in den Stream einschalten. Ich werde Freitag noch bekannt geben, ab wie viel Uhr und bis wann ungefähr. Und ihr könnt auch gerne mitzocken. Das heißt, stimmt am besten für das Game ab, wenn ihr mitzocken wollt, was ihr auch habt. Wenn ihr Bock habt, dass ich Black Ops 3 spiele, werde ich das machen. Wenn ihr wollt, dass ich WW2 spiele, werde ich das machen. Ihr entscheidet. Das ist ein kleines Dankeschön für all das und ich habe ein bisschen Bock drauf. Gucken, was wir was Schönes draus machen. Heutiges Video, es geht um die M16. Gestern habt ihr es mitbekommen, großes Update, das letzte Update. Treyarch hatte gesagt, Black Ops 4 wird 3 Jahre lang geupdatet. Jetzt nach einem Jahr ist es schon vorbei mit der Aussage. Gut, leben wir mit. Wir haben 3 neue Waffen bekommen. Eine ganz komische, deren Namen ich nicht mal weiß. Die VMP aus Black Ops 3 und aus Black Ops 3, was auch wie die VMP aus vorherigen Black Ops Teilen ist, die AN-94. Ich habe von diesen 3 Waffen natürlich keine bekommen. Ich hatte noch eine Waffenbestechung übrig und habe die M16 erhalten. Und ich werde euch heute vorstellen, warum die M16 in Black Ops 3 um 80.000 Level besser ist als die M16 aus Black Ops 4. Ihr seht, mit welchen Aufsätzen ich sie gespielt habe. Das ist hier so in meinem Hahn herumher ein Reflexvisier, ein Schaft, Großkaliber und großes Magazin. Und ich habe, nachher seht ihr es auch in Black Ops 3 im Vergleich, die gleichen Aufsätze genommen. Ganz, ganz viel Spaß dabei, Leute. Wir sehen uns im Video. Haut rein. Ich habe mir so unglaublich gewünscht, die VMP oder die AN zu ziehen. Ich wollte die Waffen unbedingt haben. Ich wollte damit spielen, ich wollte einen Vergleich machen und selbstverständlich habe ich die Waffen nicht bekommen. Ich werde, und das ist meine klare Meinung, ich werde nicht einen Cent für die Kisten oder Reserven Black Ops 4 ausgeben. Was ich aus den Kisten so bekomme, nehme ich und stelle ich auch vor. Was ich nicht bekomme, bekomme ich eben nicht. Ich finde es einfach ganz, ganz schlecht, wenn man sagt, kauft euch das nicht und dann gibt man einfach 500 Euro aus und sagt, ja, ich fühle es so. Das funktioniert nicht, das ist einfach doof. Ich habe die M16 gezogen und ihr seht im Hintergrund und ich habe wirklich... Es war die erste oder zweite Runde Black Ops 4 nach 2 Wochenenden Modern Warfare Beta und ich habe fast geweint, wirklich. Ich bin ja der Auffassung bisher, was die Beta gezeigt hat mit all dem, was da fehlerhaft ist, dass die Modern Warfare Beta wirklich nicht gut war. Aber was bei Black Ops 4 los war, oh Gott, ihr könnt es nicht glauben. Das erste Problem ist, die Leute spielen bei Black Ops Teilen um ihr Leben. Das kenne ich schon, das ist in Ordnung für mich. Das zweite Problem ist, wenn man dann das andere Movement, und das ist wirklich eine Umstellung von Modern Warfare auf Black Ops 4, und wenn man das ohne Warmmachen macht, das fühlt sich ganz komisch an. Und dazu das größte Problem, die M16, die 1:1 so aussieht wie die aus Black Ops 3, hat gefühlt auch 1:1 die gleichen Stats, was deswegen ein Problem ist, weil wir hier mehr Leben haben. Das ist wirklich eine krasse Hitmarker-Maschine, man hat nicht so ein richtiges Gun-Feeling dafür.
Insgesamt muss ich euch ganz ehrlich sagen, finde ich die M16 in Black Ops 4 wirklich nicht gut. Ich habe trotzdem was Schönes damit erspielt, aber das ist wieder dieses Problem, was ich am Anfang schon einmal angedeutet habe. Ich habe mir so sehr gewünscht, die VMP ziehen zu können. Einfach, weil ich schon einzelne Videos davon gesehen habe und es echt irgendwie cool aussieht, dass die keinen Rückstoß hat. Die scheint nicht die stärkste Waffe zu sein. Das ist alles in Ordnung, aber dass es hinter diesen Paywalls versteckt ist, macht mich wahnsinnig. Andere Spieler, die vielleicht von Anfang an gar nicht dabei waren, haben keine Chance, außer sie kriegen eins von 10.000, 20.000 Items im Spiel und das ist dann zufällig die Waffe, die sie haben wollen. Mega schade, auch für Content Creator, aber ich habe es oft genug bemängelt und ich muss standhaft bleiben. Ich habe echt überlegt, ob ich mir einfach über Ineba ein bisschen PSN-Guthaben nochmal extra hole und dann in Black Ops 4 ausgebe, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht mit mir vereinbaren. Sollte jemand von euch, und ich habe schon ein, zwei Mal gesehen, die VMP und die AN haben, schreibt das mal in die Kommentare. Ich würde mich riesig drüber freuen, einen von euren Accounts haben zu können, wo ich ein Gameplay mit einem der beiden Waffen aufnehmen kann. Wie viel Level das Ganze hat, ist für mich egal, ob die jetzt auf Level 1 oder Level 15 ist, ob ihr gute Stats habt oder schlechte Stats, ist mir alles vollkommen egal. Ich würde mich einfach nur riesig drüber freuen, wenn einer von euch mir seinen Account für eine Stunde zur Verfügung stellt. Wenn ich den länger als eine Stunde haben kann, ganz entspannt, meine Freunde, ich kann euch dann vielleicht noch eine Nuked-Out, wenn ihr sie noch nicht habt, in Black Ops 4, eine normale Nuke kann ich euch erspielen. Das ist ohne Gewehr, aber wenn es eine halbwegs vernünftige Lobby ist, geht das. Das ist in Black Ops 4 wirklich mal nach Zahlen und nicht allzu schwierig. Schreibt unten in die Kommentare, welche DLC-Waffen euch überhaupt noch fehlen. Das ist ja wirklich auch mal interessant, weil es gibt ja mittlerweile seit Release, wenn ich mal so durchgehe, die Daemon, die SWAT, Ballistic Knife, M16, Stingray. Es gab ja wirklich ganz viele, sind ja post-Launch erst dazugekommen. Und ich habe ehrlich keine Ahnung, ob ich der Einzige bin, dem jetzt aktuell nur die beiden neuen Waffen fehlen. Mir fehlt, oder die drei, mir fehlt die VMP, mir fehlt die AN94 und mir fehlt diese andere doppelläufige Waffe, die absolut komisch aussieht und ich weiß auch nicht, was das für eine Waffe sein soll, um ehrlich zu sein. Der Rückstoß sieht komisch aus. Erst habe ich kurz gedacht, das soll so eine Art Man of War sein, ist es aber nicht. Die Waffe hätte ich mir auch heftig gewünscht in Black Ops 4. Schreibt mal rein, welche euch noch fehlen, ich will mal vergleichen. Und ganz wichtig, Leute, ich gebe kein Geld für das Spiel aus, außer für das Spiel an sich. Ich spiele es zwischendurch in den letzten Wochen gar nicht. Jetzt mal wieder für die Videos, bis Modern Warfare rauskommt. Gestern kam der Kampagnen-Trailer, der sah absolut geil aus. Den habe ich wirklich gefeiert. Deswegen gestern spätabends noch hin euch irgendwie hochgeladen, kurz was dazu gesagt. Ich weiß noch nicht, ob ich den Multiplayer groß spielen werde oder ob ich ihn überhaupt spielen werde in Modern Warfare. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ich werde einen Walkthrough machen, also ein Let's Play für die Kampagne, weil ich finde, die sieht absolut heftig aus. Und natürlich Activision, Infinity War, Treyarch, Sledgehammer, egal was die in den letzten Jahren verbrochen haben, eins haben die schon seit Jahren richtig gut drauf und das ist relativ simpel. Trailer machen, Teaser machen für die neuen Games, für die Modi, für die Updates, für alles. Ich bin sehr gespannt. Ihr seht das im Hintergrund, das ist das Geschwitze des Jahrtausends gewesen. Dazu hat sich gestern meine Elgato noch in Luft aufgelöst. Gott sei Dank, Passi, einer meiner treuesten Freunde, mit dem ich auf der Gamescom war letztes Jahr. War es letztes Jahr, vorletztes Jahr? Ich habe keine Ahnung, ich bin alt. Alt und vergesslich und ich kriege graue Haare. Gibt mir seine nagelneue Elgato. Ich versuche meine alte noch zu reparieren. Wenn ich sie repariert bekomme, werde ich sie einem von euch geschenken. Es ist eine HD 60. Es ist keine S, es ist keine Pro. Es ist also die zweitälteste sozusagen. Sollte ich sie wieder zum Laufen bekommen, werde ich sie verschenken, weil ich vom Passi netterweise eine neue bekomme und ich der Meinung bin, ich kann sie dann verschenken, besser als sie für 20 Euro bei eBay Kleinanzeigen zu verkaufen und irgendein Gümmler holt sich die dann und macht da Scheiße mit. Also Leute, ihr habt gesehen, wie krass Black Ops 4 ist, beziehungsweise wie krass die Waffe in Black Ops 4 nicht ist. Es war eine absolute Spitzerlobby, es war absolut schlimm. Ihr werdet jetzt im Vergleich von der M16 sehen, wie gut diese Waffe eigentlich in Black Ops 3 ist. Und dafür brauche ich kein ganzes Gameplay, um euch das zu zeigen. Hier so ein bisschen im Hintergrund seht ihr jetzt auch noch, das war ein Ultra-Abschuss. Seien wir ehrlich, drei Abschüsse waren mit der M16, der Rest der Abschüsse war mit der Sense, die absolut OP ist. Und hier seht ihr es, 60 Sekunden lang, 10er Streak. Das war das Einzige, was ich gestern mit der M16 gemacht habe. Ich habe mich da nicht eingespielt, kein gar nichts. Und ich schwöre es euch, in Black Ops 3 wieder da zu sein, war ein ganz spezielles Gefühl für mich. Es hat Spaß gemacht. Es war nur eine Runde, ich hatte nicht viel Zeit. Ich war am Videoschneiden und am Bearbeiten und der kleine Shepper
das Baby, Schepper-Baby, Schepper-Flämmchen, irgendeinen Namen könnt ihr gerne reinschreiben, der euch einfällt, hat mich da so ein bisschen auf Trab gehalten. Ich habe ja Nachwuchs bekommen, bin stolzer Papa mittlerweile. Werd trotzdem versuchen, euch mit Videos und News zu unterhalten, aber eine Runde Black Ops 3 gestern und ich hatte wieder dieses Gefühl, was ich damals schon die 3 Jahre hatte, die ich gespielt habe. Dieses, ja, das ist mein COD, ich fühle mich hier wohl. Aber ihr habt gesehen, ich kann auch ohne Jetpack spielen, also ist überhaupt kein Problem. Ich bin sogar eigentlich kein Fan von Jetpacks, deshalb lasst ein Like da, Leute, schreibt in die Kommentare, auf Twitter unbedingt abstimmen, welchen Stream oder welches Spiel ihr sehen wollt. Ich bin raus.